Berlin. Deutsche Hauptstadt. Reich an Kultur, Vielfalt und Lebensweisen. Und voller Geschichte. Insbesondere des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche historische Schauplätze und Orte des Gedenkens erinnern auch an die Zeit des Nationalsozialismus. Gleich neben Reichstagsgebäude und Brandenburger Tor liegt das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Stelenfeld. Ein beliebtes Fotomotiv. Der Ort der Information ergänzt das weiträumige Kunstwerk. Er erzählt von Menschen, von ihren Schicksalen. Die einzelnen Biografien stehen beispielhaft für insgesamt 6 Millionen ermordete jüdische Kinder, Frauen und Männer aus ganz Europa. Unweit des Potsdamer Platzes befindet sich das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors. Hier standen zwischen 1933 und 1945 die Schaltstellen nationalsozialistischen Terrors. Das geheime Staatspolizeiamt mit eigenem Gefängnis, die Reichsführung SS, der Sicherheitsdienst und während des Zweiten Weltkriegs auch das Reichssicherheitshauptamt. Wer waren die Menschen hinter diesen Institutionen? Doch es gab auch mutige Menschen, die dem Nationalsozialismus entgegentraten. An sie erinnert die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock. Dort, wo am 20. Juli 1944 der bekannteste Umsturzversuch gegen das Hitler-Regime scheiterte. Eine Bronzefigur symbolisiert den gesamten Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Weit außerhalb des Berliner Zentrums, im Grünen, steht eine prachtvolle Villa, die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Lichtdurchflutete Innenräume, idyllischer Blick auf den großen Wannsee. Hier trafen sich am 20. Januar 1942 15 Vertreter der SS, der NSDAP und mehrerer Reichsministerien zu einer Besprechung. Das Thema der anderthalbstündigen Sitzung: die Endlösung der Judenfrage für Europa. Nördlich von Berlin, in Oranienburg, befindet sich das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen. Sachsenhausens Mittelpunkt ist der Turm A. Er steht für vollständige Überwachung. 10.000 Menschen aus ganz Europa verhungerten, starben an Krankheiten, Zwangsarbeit, Misshandlungen oder wurden gezielt ermordet. Berlin. Zahlreiche Orte erinnern an seine Vergangenheit. Für Menschen aus und in dieser Stadt.